Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, 7.02 Uhr. Guten Morgen. Hey. Guten Morgen. Jackie. Ach ja, das YouTube-Game. Oh Leute, sorry, aber ich habe ja eigentlich aufgehört zu rauchen. Aber habe ich dich erwischt? Ist nicht schlimm. Ich musste vor dem Wettkampf leider wieder anfangen, damit ich meinen Stress ein bisschen reduzieren kann. Ich habe auch die ganze Nacht schwer nicht geschlafen, außer eine Stunde, weil es aufgeregt war. War ich froh, wenn das jetzt losgeht. Oh, ich will kaputt. Ich bin 2 Kilo schwerer als gestern, aber härter. Ja, Sachen sind gepackt, Alter, das ist zu viel. Habe ich gesehen gerade. Ich brauche da so nur alles. Ein bisschen für euch noch, ich habe alles ein bisschen für Eiweißshakes auch noch mitgenommen für uns. Aber dann eine Packung, eine Tasche nur Essen. Eine Tasche Supplements mit Farbe und allem drum und dran. Dann habe ich ja, Bettwäsche, die dreckig werden kann und so weiter und so fort. Oi. Kann losgehen, oder was? Ja, jetzt hätte ich ja Bock, Alter. Ich hab richtig Bock. Und jetzt stellt euch mal so eine Rocky-Musik vor. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Mach mal den. Polen den Arsch aufreißen da, ne? Leute, ja, ist ganz ungewohnt jetzt. Ich muss hier einmal in die Kamera sprechen, einmal ins Handy sprechen, Instagram, YouTube. Ihr seid überall mit dabei. So, ich bin mit meinem Bro unterwegs, Mikey. Jetzt fahren wir zu Joey, unserem anderen Buddy. Und dann geht's ins letzte Training für uns. Dann wird aufgeladen, dann gibt's die ersten Kohlenhydrate nach fast 4 Tagen ohne. Ich bin richtig platt, ich kann meine Muskulatur kaum noch anspannen, es ist richtig anstrengend alles. Deswegen wird gleich nur noch locker trainiert, einfach nur noch mal alles durchgepumpt und dann wird gefuttert. Und dann geht's los, wir fahren noch 8 Stunden, ne? Ja, locker. 8 bis 10 Stunden. Ich schätze sogar eher 10. Also wir haben auf jeden Fall einen weiten Ritt vor uns. Ja, aber es wird lustig, wir haben Bock, wir haben Zeit, wir sind entspannt. So soll es sein. Wir haben uns, wir haben euch, ihr habt uns. In diesem Sinne, bis später. Moini! Moin! Ja, sehr schön, geil. Erzähl mal, was hast du mit deinem Bauch? Boah, ich Bauchmuskelzerrung oder Mass oder Faserriss. Sag mal. Bauchmuskel. Boah, das sieht aber schon gut aus. Den. Also, wenn ich nicht lang ziehe, merke ich das. Aber, ja. Aber das Ding ist, ich habe vor 2 Tagen Bauch trainiert und habe immer den gemacht. Ich glaube, das ist eine Zerrung oder ein bisschen Verspannung. Mhm. Ich glaube, es löst sich noch bis dahin. Joey, du bist aufgeregt, oder? Ja, natürlich. Moin. Moin. Erzähl mal, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Ja, wir sind hier in Stade, in unserem Studio. Haben uns wunderschön eingerichtet. Wenn du an die Kante kommst, musst du filmen, Digga. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, alles. Erzähl mal. Ja, soll ich erzählen. Heute ist der letzte Trainingstag für Flo. Den wollen wir nochmal unseren Studio machen. Was geht ab? So, das ist Joey, das ist mein großer Bruder, optisch. ja, das sind meine Jungs, die mich unterstützen. Ich bin sehr froh, dass sie dabei sind. Wir machen jetzt das letzte Training. Mir ist kalt, ich habe keine Carbs, ich bin flach. Und jetzt werde ich ein bisschen, ich pumpe jetzt nur noch ein bisschen Arme durch. Vielleicht ein klein bisschen Rücken nochmal anpumpen. Und genau. Dann geht's ab. Es ist vollbracht. Jetzt gibt's kurz einen Shaky. Dann fahren wir zu Joey. Und dann gibt es die ersten Kohlenhydrate. Freut mich. Ich bin richtig platt. Das letzte Training ist geschafft. Jetzt gibt es endlich Essen. Das fühlt sich gut an. Ja, das sind jetzt hier 500 Gramm Reis. Mit einer Banane. Beziehungsweise. Die Banane habe ich. Doch. Die gibt es jetzt darauf. Heute alles, dauert alles ein bisschen länger vom Kopf her. Aber die Zwitschern.
Ich muss euch sagen, dass die ganze Zeit die Kamera auf mich gehalten wird, ist echt hart in so einer Phase. Ehrlich. Wir machen das, damit ihr echt mal tiefe Einblicke bekommt. In so eine Phase. Man sagt immer so, in der Phase, wo man eigentlich der Körper am besten aussieht. Meine Frau sagt immer, nein, sieht nicht am besten aus gerade, aber da, wo man eigentlich am stärksten aussieht, fühlt man sich wirklich damit am schwächsten. Das ist, glaube ich, auch einfach nicht nur der Körper, sondern es ist auch so das Mentale einfach. Ich glaube, würde jetzt kein Wettkampf anstehen, ich hätte ja so eine Form, dann wäre es nicht so hart. Aber ich glaube, dieser psychische Druck ist einfach noch so das, was einen ein bisschen kaputt macht. Ich lasse mir jetzt schmecken. Wir machen jetzt kurz Feierabend. Und dann sehen wir uns auf dem weiteren Weg zu Polen. Jetzt merke ich direkt in meinem Kopf, Kohlenradekommando. Krank. Bist wieder da. Ja, krank. Ja, jetzt Wasser raus und Druck rein, ne? Ja, da geht noch mal. Das ist gut, es sind noch ein paar Tage. Man fährt schon so früh los, deswegen denke ich die ganze Zeit, es ist schon morgen. Ja. Mhm. Also nicht morgen, Sonntag erst. Das ist schön, schon alles. Das ist gut, dass wir so früh losfahren. Ja, jetzt sind wir jetzt über 70% ungefähr. Das ist Bescheid. Heftig. Ja. Ja, jetzt geht es ungefähr 10 Stunden nach Polen. Also wir haben einen relativ langen Weg. Ich mache mir das gleich gemütlich hinten. Ein bisschen Mugge auf die Ohren. Versuche ein bisschen zu schlafen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Und ich kann nachts immer nicht so gut schlafen in letzter Zeit irgendwie. Deswegen schlafe ich tagsüber, ne? So. Schön, dass ihr dabei seid. Für mich auch eine ganz spannende Geschichte, so das Ganze mal mit zu verfilmen, um im Nachhinein selber vielleicht mal anzugucken, was da so passiert ist. Man steht da so ein bisschen neben sich irgendwie. Und ja, jetzt, wir fahren da hin, um die Karte zu holen, oder? Ich hab's nicht geschaltet. Zeigen wir dir mal, wo wir herkommen. Ne? Wo der Hammer hängt. Aus Hamburg. Ja, ist so krass, die ersten Kohlenhydrate sind im System. Das ist so unglaublich, wie direkt der Kopf wieder mitspielt. Ich bin wach, ich bin auf einmal wieder da. Und Leute, ich habe so Bock. Ich hab so Bock. Das Ding ist randvoll. Ja. Passt perfekt. Also Sachen dabei wie 6 Wochen Urlaub. Aber also nicht. Also aber wichtige Sachen, Reiskocher. Alles, was man braucht. Reiskocher, alle ja. Subs. Alles, was man braucht, ne? So, kurz an der Tanke gewesen. Erste Amtshandlung im Auto. Ganz wichtig. Erster Rastplatz. Auch sehr vorteilhaft, dass du schlafen und der Bullen hast. Ja, ne? Ja! Die ganze Zeit setzt mich aus. Ja. Zeig mal. Ey, er liegt da mit Pen, aber hat keinen Bullen. Digga, ey! Ja, Leute, das Wetter ist eine Katastrophe. Ey Bruder, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass wir jetzt bei McDonald's. Tut mir leid, ja? Du darfst den Sonntag auch, ja? Ich rede nur mit euch. Die Brille, ey. Wenn ich schon keine Pommes essen darf, dann will ich eine Pommesbrille auf, ne? Ich hab ja gesagt, aber wir sind irgendwie Berlin hier, ne? Ich hab ja gesagt. Im Osten, ne? Aber die redet Berlinerisch. Wir sind auch hier nicht. Ich weiß gar nicht, wo Oktober hier sind, genau. Ich weiß auch nicht, wo wir sind. Kurhorst sind wir. Wo liegt das? Bei Berlin. Weiß ich nicht. 632 Kilometer. Ich hab nur einen Wrap und die Nuggets. Ich hab mich so schlecht gefühlt beim Bestellen eben. Warum? Ja, weil Flo nicht da. Digga, du hast 20 Nuggets. Ich bin eh reingeschissen. Ob das richtig reinscheißt, so ein bisschen, ey. Das ist jetzt egal, in diesem Falle. Nein, wieso? Ich hab doch gesagt, reicht doch. Ein Stück.
hier, denkst du, wie er Angst hat, dass er nicht satt wird? Nein, ich meinte, ich habe... Ja, ja. So, du bist so verloren. Du bist so verloren. Bleib real, Mike. Du fällst. Ich dass du fällst. Ich hab doch was ganz anderes gesagt, du Drecksau. Das ist das, was du verstehen willst. So, Freunde, jetzt wird erstmal was genascht. Und meine Fans. Da kommt noch einer! Das brennt immer noch! Also in Polen, aber noch nicht angekommen. Das wollte ich sagen. Wir sind in Polen, aber noch nicht angekommen. Ich fahre jetzt. Fahrerwechsel. So, es ist jetzt mittlerweile 18 Uhr und ja, 3-4 Stunden noch und dann sind wir endlich angekommen. Dann haben wir 10 Stunden Fahrt hinter uns, wo wir sind, ist vorne. Autofahrt. Wir haben es gleich 22 Uhr. Ankunftszeit aktuell 21 Uhr. Mikey ist am Fahren. Es ist ein klein bisschen dunkel. Man hört mich also quasi nur. Der Ochse Joey sitzt auf dem Beifahrersitz. Man sieht nur Schultern. Ja, wir haben eine harte, weite Strecke hinter uns. Haben es aber bis jetzt gut überstanden. Hat Spaß gemacht. Die Zeit ist relativ schnell vergangen, finde ich. Und wir sehen uns gleich, wenn wir angekommen sind. 21:45 Uhr. Wir sind jetzt erst angekommen in Warschau. Digga, wir sind 12 Stunden jetzt unterwegs. Nur im Auto, 12 Stunden. Ja. Das ist alles meines. Okay, jemand muss mir kurz meine Getränke bezahlen, bitte. Das ist zwei Cola und einmal Wasser. Normales. Weil ich kann nicht mehr mit Auto kommen. Leute, wir sind angekommen. Oh, ey. Wenn ihr eine Roomtour wollt, dann das war's. Das ist schon echt, also auf dem Bild im Internet sieht das alles anders aus, aber naja. Damit müssen wir das mal klarkommen. Auf jeden Fall, die Birne ist defekt. Die Birne ist defekt. Und ich sag euch, das riecht hier wie bei Opa im Keller. Deswegen haben wir erstmal. Das ist die Kameramann und Cutter Couch. Präsidentensuite. Und Joyce. Oh. Dieser Ball, du. Gehst du klären jetzt, ne? Jetzt gibt's Rede auf. Jetzt. Das ist ein Minimum, ne? Du hast immer schon keine Schwierigkeiten, wie ein Lampen ist, ne? Ja.
Jetzt geht Joey klären. Weil nicht mal die Lampen gehen, Alter, nee, ey. Seid gespannt, Freunde. Morgen geht's weiter, Alter.